spontane Umentscheidung. Ja, herrlich. So, weiter geht es, aber wo lang, das weiß nur der Krieger. Aber er gefällt mir, muss ich sagen, also konstante Linie. Ich kann die Gegner nicht bossen, und er ist schnell und hat keine Angst zu sterben. Oh, die Leute hier sind jetzt auch nicht wirklich, also ich weiß nicht, ich nehme sie nicht wirklich wahr, weil ich eh alles wegbombe und ein Schurke kommt da nicht so zur Geltung. Wenn da 50 Mobs sind, ist das scheißegal, ob du jetzt einen Mob vermöbelst oder nicht. Also ziemlich jackeliose. Und hier sehen wir die große Art von... Die kenne ich auch noch aus Sandring Online, da gab es auch so Viecher. Die waren aber da schöner. Naja, was soll's. Es kommt ja nicht auf Schönheit an. Ihr sollt ja keinen Schönheitspreis gewinnen, ihr sollt nur sterben. Oh, jetzt haben wir ein bisschen mehr Elites gepult. Ja, okay. Wir haben einen guten Tank, das sollte schon gehen. Außerdem haben wir ja hier Bomb-Action en masse. Also, das passt schon. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, hier kommt der Endboss drauf. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher. Also, ich... Wie gesagt, ich kenne die Instanz wirklich nicht sehr gut. Ich war hier nicht oft drin, weil es einfach keine Instanz ist, wo man gern reingeht. Ich weiß zwar nicht warum. Ich meine, sie ist nicht schlecht. Sie ist schön, gibt viel EP. Aber ich war trotzdem nie oft drin und... Wenn ich jetzt einen Char wieder hochspiele, muss ich auch nicht unbedingt wieder reingehen. Finde ich jetzt nicht so notwendig. Oh, hat er wieder viel gepult. Sehr optimistisch, unser Tank. Sehr optimistisch. Der hatte noch nicht so Heiler und Tanks, wie ich sie hatte. Da hat man immer Panik, zu jeder Zeit. Wir haben keinen Mana mehr, aber... Ja, passt schon. Weißt du, so ein Typen in HDW, Höhlen des Wehklagens, dann wären wir dann 20 Minuten, nach 15 Minuten durch gewesen. Aber ich hatte natürlich so einen Tank, der... Da. Hier seht ihr, wie das sein sollte. Der kann 50 Mobs an sich halten, dem ist das scheißegal. Dem ist das einfach egal. Der denkt sich, oh, mach du mal dein AE. Ich hab alle Mobs. Ich geh mal kurz einen Kaffee holen, machst du eben weiter, Damage. Ja, alles klar, gleich wieder da. Und weiter. Es ist super, so Tanks braucht die Welt. So, das ist unglaublich. Also hier, dickes Lob für unseren Tank. Also, da geht nichts vorbei dran. Ich brauche auch Mana. Ah, da ist noch was. Jetzt nicht mehr. Gleich Level Up, das ist natürlich auch sehr schön. Ich hatte nur ein paar Restquests, die ich... Wir sind gleich in der Instanz durch, also hier ist der Endboss, wenn ich mich recht entsinne. Ja, da ist er doch. Da ist er doch schon. Oh, da ist er doch schon. Verdammt, da ist er schon. Damals war es irgendwie schwerer. Naja, gut, ich kann nicht erwarten, dass mit dem Equipment, was man inzwischen auf dem Level hat, die Bosse noch so schwer sind, aber... Ich will trotzdem mal erwähnen, dass es damals Zeiten gab, wo das echt eine Herausforderung hier war. Ach komm, da brauche ich nicht. Nö, brauche ich nicht. Hast du irgendwas? Hast du irgendwas? Nö? Nö. Hm, schade. Was haben wir noch hier für Quest? Bringt die Schrifttafel von Ri... Ach, goddamn, wo war der denn? Und wo ist unser Krieger schon wieder? Da ist er. Der heißt Bananasplit. Okay. Ist mir bis jetzt auch nicht aufgefallen. Nochmal ein Pluspunkt für Kreativität. Und
Vor allem, wir sind noch nicht durch. Gut. Unser Heiler ist noch weit weg. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wie sagst du, wir brauchen hier eigentlich gar niemanden. Ich mach das allein mit dem Tank. Ihr könnt alle weggehen, das ist mein Loot. Hau da rein, ciao. Und wir haben einen weiteren Skillpunkt. Ja, da rein, da kommt der rein, aber so was von. Das war unsere Eisbarriere. Wenn die bricht, dann Frostnova. Erinnert ihr euch? Jo. Außer ihr habt so ein Kurzzeitgedächtnis wie ich, dann erinnert euch nicht. Aber das wünsche ich keinem. Also ne. Nö, das ist nicht schön. Das wäre doch schon wieder dick und rot. Und groß. Und jetzt ist er tot. Ihr könnt es vielleicht nicht sehen, aber ich habe mir gerade mit der Hand gegen den Kopf geschlagen. Ja, naja. Was soll it? Ich will meine Videos nicht beschneiden, also lasse ich diese ultra schlechten Gags drin. Um das Niveau mal zu behalten. Eieieiei. Das kann man doch niemandem antun. Eieiei. Naja. Und, na komm, geh down. Danke. Oh ja, das Event war auch lustig. Und er startet schon? WTF? Nee, er hat's nicht gestartet. Ich dachte schon. Ich wollte schon sagen, WTF geht denn mit dir ab? Ja, das Event. Hier sieht man schon vier Golems drumherum. Man kann erahnen, wenn man das hier startet, kommen entweder alle vier oder einer nach dem anderen. Würde ich so schätzen, wenn ich das jetzt nicht kennen würde. Ich meine, ich kenne es nicht. Ich weiß nicht mal, ob alle vier oder einer kommt. Müssen noch mehr draufklicken, schätze ich. Nee, doch nicht. Ja, sie kommen nacheinander, okay. Hier kann unser Schurke auftrumpfen, weil jetzt Single-Target-Damage angesagt ist. Au. Könntest du bitte sterben, ohne irgendwie noch dick hier? Das wäre echt nett, danke. Ich entferne mich mal von dem, weil der macht einen Drucknova, wenn er stirbt. Das ist nicht nett. Und der letzte. Ich guck gerade nochmal. Ich glaube, ich hatte noch irgendwo eine Glyphe rumliegen. Fällt mir gerade ein. Die könnte ich auch langsam mal einsetzen, oder? Wo habe ich die denn? Glyphe! Hallo? Hallo? Glyphe! Ich finde in meinem zugemüllten Inventar nie was. Das ist schlimm. Stehen bleiben. Polizei. Sie sind verhaftet. Oder tot. Gehen auf Bedarf. Ah, ab Level 46. Okay. Das haben wir noch nicht. Wir haben erst 42. Es sind übrigens nur noch 18 Level bis zu 60. Das wollte ich nur noch mal festhalten. Es kommt immer näher, dass wir endlich in die Scherbenwelt können. Ja, jetzt werden einige sagen, oh, man kann doch schon mit 58 in die Scherbenwelt. Das werde ich nicht machen. Meine Devise lautet auch hier, erst rein, wenn es absolut sein muss. Ah, Herrgott! Das ist nicht zu fassen. Also ich werde erst in die Scherbenwelt in die Scherbenwelt gehen, wenn es sein muss. Also erst mit Level 60. Nicht mit Level 58. Weil mir dann wieder die Quest ausgehen, etc. kennt man, blablub. Das ist halt meine Spielweise. Ich bin immer so darauf bedacht, die maximale Anzahl an Quests zu haben für mein Level.
dürfte ich auch schon wieder grüne Quest haben. Ja, hier alles teilweise. Aber das ist ja nicht schlimm. Haben eine Quest noch über, das ist ja an sich nicht schlimm. Also hier müssten wir jetzt gleich zum PTF. Zum Endboss-Raum kommen. Ich war ehrlich gesagt hier noch nie, weil jede Gruppe bei dem Boss, wo wir eben waren, diesen als Endboss angesehen hat und einfach aufgehört hat. Weil, ja, keine Lust mehr, ich weiß es nicht. Faulheit, meistens Faulheit, schätze ich. Also. Und, oh, der sieht dick aus und groß. Und mit vielen Leuten... Oh, hauer, hauer. Alter Verwalter. Herrgott. Das ist aber nicht schön. Wird das jetzt alles lebendig? Nein, nur der. Oh Gott. Ich dachte schon, wir müssten jetzt alles hier nacheinander down machen außenrum. Hier schön die Einzelnen, dann die Dicken, dann die noch. Was kann denn noch kommen? Oh, oh. Ich hätte mein Maul halten sollen. Oh nein. Was ist denn jetzt los? Hör auf! Machst du aus, pfui! Oh, ah, oh, oh. Hör auf damit! Das ist nicht nett, das Geräusch. Ich hab Angst davor. Wir nuken einfach durch. Ich nuke jetzt einfach durch. Dü-dü-dü, das erinnert mich irgendwie an einen Zelda-Sound. Hm. Ja. Nett, ein Hammer. Und eine Quest. Und ein Schatz. Die Schatzkammer habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. 10.000 EP. Wo müssen wir jetzt hin? Wo muss ich hin? Was muss ich machen? Ich will die EP. Gif EP. Sprecht mit dem Steinbehüter. Okay. Wo ist der Steinbehüter? Also ihr merkt, ich bin ahnungslos. Ich war hier noch nie. Das ist auch für mich das erste Mal, dass ich hier bin. Ist ganz interessant, muss ich sagen. Aber auch irgendwie komisch. Wo müssen wir hin? Ich glaube, unser Tank weiß es auch nicht. Das ist mal was Neues. Ich cut hier mal kurz.